Herzlich willkommen beim Video CC-Lizenzmodelle kombinieren. In diesem Video erhalten Sie einen Überblick darüber, wie unterschiedliche CC-Lizenzen miteinander kombiniert werden können. Sie können damit Ihre Kenntnisse im Umgang mit CC-Lizenzen fördern. Wenn man Urheberin oder Urheber einer Bildungsressource ist, also alles selbst erstellt hat, kann man dafür nach eigenem Gutdünken offene oder auch andere CC-Lizenzen nutzen. Das ist ein wenig anders, wenn man Ressourcen von anderen nutzt, die unter CC-Lizenzen zur Verfügung stehen. Dann kann man eben nicht mehr darüber entscheiden, unter welchen Bedingungen, das heißt CC-Lizenzen, man ein Remix aus den Materialien anderer und den eigenen Materialien veröffentlicht. Und darum geht es bei diesem Video. Auf was ist bei Materialien von anderen mit unterschiedlichen Lizenzen zu achten? Nehmen wir Folgendes an. Sie möchten eine kleine Lehrunterlage in Form einer Webpage erstellen und setzen sich an den Computer, um zu recherchieren, ob es denn schon etwas Ähnliches gibt. Und siehe da, Sie finden eine brauchbare Illustration, Teile von Texten und auch ein kurzes Audio-File, welches eine gute Einleitung darstellt. Voller Freude stellen Sie fest, dass alle Objekte über eine CC-Lizenz verfügen. Sie machen sich also an die Arbeit und ergänzen bzw. verändern den Text, bis er gut passt. Sie positionieren die Illustration an der richtigen Stelle und ergänzen dann auch noch die Audioaufnahme, die man bei Ihnen herunterladen kann. Spätestens dann fragen Sie sich vielleicht, welche Lizenz eigentlich das neue Lehrmaterial hat, weil die ursprünglichen Objekte ja unterschiedliche CC-Lizenzen haben. Das Bild stand unter CC BY. Das Audio ist frei zugänglich unter CC 0 und der Text aus Wikipedia steht unter CC BY SA. Die Lösung ist gar nicht schwer, denn die einschränkendste Lizenz ist hier CC BY SA. Das heißt, wir müssen diese Lizenz für neue Bildungsressourcen verwenden. Aber dieser Fall für Kombinationen von Materialien mit unterschiedlichen offenen Lizenzen ist relativ einfach. Kompliziert sind vor allem die Kombinationen von Materialien mit allen anderen nicht offenen CC-Lizenzen. Materialien, die zum Beispiel unter CC BY NC und einer CC BY SA zur Verfügung gestellt werden, vertragen sich nicht miteinander. Die eine Lizenz, also CC BY NC, verbietet uns die Kommerzialisierung. Die andere, also CC BY SA, erlaubt die kommerzielle Nutzung, will aber, dass wir CC BY SA als weitere Lizenz verwenden. Auch bei der Kombination von Material einer CC BY ND Lizenz, bei der Abwandlungen nicht möglich sind, kann nicht mit CC BY SA Lizenzen verknüpft werden. Es ist einfach nicht möglich. CC BY ND Material ist nicht veränderbar. Und CC BY SA Veränderungen müssen wiederum unter CC BY SA stehen. Offene Lizenzen lassen sich also grundsätzlich auch leichter kombinieren. Noch leichter ist die Nutzung, wenn auch auf die SA-Option verzichtet wird. Materialien unter diesen Lizenzen werden auch besonders gerne und oft genutzt. Zum Abschluss wiederhole ich für Sie noch einmal die wichtigsten Inhalte dieses Videos. Am einfachsten lassen sich offene CC-Lizenzen miteinander kombinieren. Dagegen ist die Kombination nicht offener CC-Lizenzen schwieriger. Orientieren Sie sich bei der Lizenzvergabe von neu erstellten Materialien immer an der einschränkendsten Lizenz des verwendeten Materials. Ich hoffe, damit konnten Sie Ihre Kenntnisse im Umgang mit CC-Lizenzen erweitern und wir sehen uns im nächsten OER-Video. Bis bald!